Hallo und herzlich willkommen, liebe Harz und Freunde, zu einer weiteren Episode des Solo-Abenteuers hier. Der große Hub. Ja, ich habe jetzt mit dem kleinen Feuerwichtel, wie auch immer, mit dem Magier, habe ich schon einiges freigeschaltet. Und wir lassen aber mal die Anomalie raus. Und schauen uns nun mal den Schamanen an. Denn mit dem Magier, wie gesagt, habe ich jetzt alle Heldenfähigkeiten und auch alle Decks freigeschaltet. Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Und Schamane wäre auch mal cool auszuprobieren. Ja, auch hier gibt es wieder ein bisschen was freizuspielen. Heldenfähigkeit beschwört ein Totem, ist Standard. Heldenfähigkeit verwandelt einen befreundeten Diener in einen, der eins mehr kostet. Interessant. Evolution. Erquicken. Heldenfähigkeit zieht eine Karte. Wow. Ja, und dann gibt es hier natürlich noch ein paar Standarddecks. Aber da müssen wir Totems und Flüche nehmen. Ja. Klassiker. Okay, verpasst einen unbefreundeten eine zufällige Frisur. Okay. Eine Frisur. Vecina gegen Kisi! Bringen wir es schnell hinter uns. Setzt euch! Was darf es sein? Waschen, schneiden, legen? Schon mal an Violett gedacht? Wird euch stehen. Das war's. Kürzen wir einfach nur an den Seiten ein wenig. Messina, eure kaltblütige Magie wärmt mein schwarzes Herz. Entfesselt das Chaos. Auf jeden Fall meine erste Runde mit dem Schamanen. Niemand wird seinen Blick von euch abwenden können. Gib mir das. Jetzt gibt's wieder Schätze. So, passiv eure Diener haben Eifer. Schon nice, wenn alle Diener Eifer haben. Ne? Damit kann ich immer noch nichts anfangen. Permanenter Effekt. Gibt gelegentlich weise Ratschläge. Wird mir dann vorgekaut, wie ich am besten traden soll. Das wäre natürlich schon interessant. Aber ersetzt eure Basisheldenfähigkeit durch eine zufällige Heldenfähigkeit des Todesritters. Boah, es ist schwer. Ich nehme die Heldenfähigkeit an der Stelle. Okay. Elementarzorn genommen. Vecina gegen Avillo. Bringen wir es schnell hinter uns. Hey, hey, was macht denn ihr in meiner Küche?
ihr fakes euren eigenen Laden auf. Das war's. Nice. Bester Sitzplatz aller Zeiten. So gut, da kann ich selbst nicht die Finger von lassen. Oh, ich krieg kein Bissen mehr runter. Obwohl... groß für eine Küche. So, ich denke, Zeit zu beenden. Lecker! Sind die Karten ausgegangen? 5. 8. So. Wählt Beute. Boah, schwer.
Legenden. Passive Heldenfähigkeit. Lasst alle Diener am Ende eures Zuges eine Runde ums Schlachtfeld drehen. Okay. Karussellgreif. Kriegt der dann meine? Hab ich das richtig verstanden? Vecina gegen ein Karussell? Bringen wir es schnell hinter uns. Lasst uns keine Zeit. Oh, wow. Das ist natürlich mega cool. Das ist ja einer der besten überhaupt. Was passiert denn jetzt? Schön. Schätze. Übermächtig. Nachdem ihr diesen Zug eine Karte ausgespielt habt, wird sie erneut ausgespielt. Okay. Ring des Traum. Eins. Also die verstrahlte Banane ist immer noch so krass, finde ich, ne? Da kommt schon fast nichts drüber. Aber das ist natürlich auch nice. Ich nehme die Banane. Sorry, sorry. Ah, komm, Elementare. Bisschen Elementar. Wirtshaus voll mit zwielichtiger Gestalt. Du besser aufpassen auf Kerze. Bob der Braumeister. Neue Gäste sind hier immer willkommen. Hereinspaziert. Nicht so Fan, ne? Ehrlich gesagt. Füllt das Wirtshaus mit 9 Dienern, ja. Langer Tag.
brennt hier drin was? Wählt einen befreundet, er startet immer auf eurer Hand. Gebt euch die Hand drauf. Komm. Ich nehme alle mit. Ihr müsst nicht nach Hause, aber hier bleiben könnt ihr nicht. Schlimmster Albtraum! Beute, die machen selbst Beute! Passive Heldenfähigkeit, erhaltet jedes Mal eine Münze auf die Hand, wenn ihr Schaden erleidet. Oh boy. Vecina gegen den Goldelementar! Bringen wir es schnell hinter uns! Lasst uns keine Zeit verlieren. Kann ich mal da würfeln? Zins und Zinseszins. Wird hässlich genannt. Ja, läuft. Weltbeute. Wieder den. Vecina gegen Monkey Biggs. Bringen wir es schnell hinter uns. Tut mir leid. Manche Dinge sind unverkäuflich.
nett. Oga Totschläger. Kein Frieden. Keine Das gehört Garnivix. Ihr solltet wissen, dass mit dem in Sachen Geld nicht zu spaßen ist. So, der nächste Kampf schreit zweimal und jetzt entdecken wir zwei. Einmal den Damage und einmal. Mit dem nötigen Kleingeld geht so manches leichter. Lasst mich das für euch aufbewahren. Sehr, sehr schön. Dr. Bums Fernbedienung drückt ein großes Knopf. Immer wieder. Boah. Schwierige Entscheidung, aber ich finde das mit den drei Bumbots am Start echt noch am besten. Zumal ich da auch noch den, hier, die krasse Heldenfähigkeit habt, dann noch mit dem habe ich einen super Start immer.
Sorry, sorry. Verwandlung. Ja, Pause von Tumult und Glitzerjagd. Mit erfrischendes Kluck-Kluck. Hier ist jeder willkommen, solange er keine Scherereien macht. Viel Glück! Oh, schön. Neue Gäste sind hier immer gern gesehen. Viel Spaß in dem ganzen Chaos, das ihr da draußen stiftet. Bewohner von Dalaran wütend über Raubzüge und Aufruhr. Spielverderbler! Heldenfähigkeit. Fügt allen Dienern 2 Schaden zu. Nachladen dauert 2 Züge. Okay. Vecina gegen Himmelskapitän Smix. Bringen wir es schnell hinter uns. Was geht hier vor? Banditen? In Dalaran? Lasst uns keine Zeit verlieren. Was sagt ihr? Geht das nicht lauter? Sehr cool. Alle Kanonen Feuer! Volle Breitseite! Das ist natürlich nicht ganz so schön für mich. Schön. Alles klar. Ich weiß, dass wir noch Kanonenkugeln haben. Komm. Ja. Soll ich die Bombe platzen lassen? Nein, schon die zweite Bombe drin. Was das hier macht.
Niemand darf überleben. Legt diesen Apfel auf euren Kopf! Legt diesen Apfel auf euren Kopf! Kann ich Bedarf würfeln? Aufhören! Sind uns die Kanonenkugeln ausgegangen? Nein! Warum feuern wir da nicht? Ich habe keine Zeit für Spiele. Bald ist die nächste Runde bereit. Niemand darf überleben. Meine Augen sind offen. Meine Augen sind offen. Ach man, ich wollte ihn eigentlich aktivieren, aber dann konnte ich nicht. Das ist natürlich ärgerlich. So, Comeback ist real. Ja, was heißt Comeback? So schlimm war es ja nicht, aber. Mehr haben wir nicht. Nee, Junge, mehr hast du nicht. Oh, Banana. Oh, ist das broken, Mann. Krass. Cool, cool, cool. Wählt eure Beute. Ah, nehmen wir noch mal Elementare. Glitzer als Rüstung. Unfair für Glitzer. 7 von 8 passive Heldenfähigkeit. Euer Held kann maximal 3 Schaden gleichzeitig erleiden. Wow. Könnte auch hart werden. Vecina gegen Valdera Hochborn.
bringen wir es schnell hinter uns. Komm schon, greif mich an! Oh, jetzt nochmal die Hexenmeister. Okay. Für den Kreuzzug! Nicht kommen sehen. Das wird geschützt. Jetzt wird's spannend. Es wird nicht fallen. Was ist los? Habt ihr etwa Angst vor meiner Rüstung? Duell! Schön. Das einzig Doofe ist nur, dass ich ihm nicht so viel drücken kann, ne? Meine Augen sind offen. Suchen. Gebt einfach auf! Egal. In dieses Set investiert. La-di-da-di-da. Wie soll ich durch diesen Helm etwas sehen? Yeah!
genauso geplant. Oh, das war knapp. Zu knapp. Wählt einen Schatz. Kampfschrei. Erhalte 3 zufällige Karten auf die Hand. Die kosten 0. Füllt eure Seite des Schlachtfelds mit nervigen Dienern. Entdeckt einen legendären Diener. Ruft 5 Kopien davon herbei. Ja, okay, komm. Dann mache ich es. So, was haben wir hier noch? Ja, komm, Kampfschrei. Das hier Bankraub oder Familienfeier? Du sie schnappen! Boah, nicht die schon wieder. Die war echt hart. Also, die war echt nicht ohne. Na, gucken wir mal. Ich habe auf jeden Fall die Bumbos dabei. Gegen Königin Wagtoddel! Du kommst zu spät, Togwaggle. Wagtoggle dir immer voraus. Eine Ratte, die sich als Königin aufführt. Wie närrisch. Lasst uns keine Zeit. Oh, du möchtest Audienz mit Königin? Oh Mann. Seht ihr, was ich sehe? Das Turn 1, Leute. Turn 1. Nein. Okay, da muss ich jetzt auf jeden Fall was tun. Und das wird Banane. Allein das ist schon voll crazy jetzt. Obwohl es hätte noch cooler werden können. Gewesen. Ich bin nicht mehr aufmerksam, Kinas. Ich bin zu müde. Ich muss ins Bett. Einfach zu müde, so ein Mist. Normalerweise. Nein. Ausgerechnet den. Warum denn den? Das Polter in der Nacht.
Nein. Kann ich Bedarf würfeln? Vulkan. Was ist hier los, Mann? Wow. Wird doch. Meine Augen sind offen. Ein raffinierter Cocktail. Mist, Liesel. In dem Fall. Aber wahrscheinlich sowieso Hero Power. Ja, nee. Knapp gewesen. Egal. Win is win, guys. Sehr schön. Abenteuerbelohnung. Ja. Krönchen. Ach so. Totems beschwört. Überladene Mana-Kristalle. Interessant. Okay, aber ich belasse es nun dabei. Ich bin richtig müde. Ich gucke noch mal kurz in den zweiten rein. Aber mit dem zweiten muss ich einen Schamanen noch schaffen. Ja, dann war es doch so, wie ich es gesagt hatte im letzten Video, glaube ich.
Ja, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Mein erster Eindruck ist super nice. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich muss ganz dringend ins Bett. Ich bin voll müde und fertig.